Der Grenzübergang Schönberg zur Tschechoslowakei. Heute werden hier hauptsächlich LKWs abgefertigt durch Beamte des Bundesgrenzschutzes. Früher war Schönberg fest in der Hand der Grenztruppen der DDR. Und in der Hand freiwilliger Helfer, die nach Kräften bei der Grenzsicherung mitarbeiteten. Fast jeder wurde zu besonderer Wachsamkeit angehalten. Ein Beispiel. Das waren zwei junge Leute, die kamen. Mit dem Rucksack und dann hatten wir gedacht, ein Tremper, ne? Und dann kamen die, haben gegessen, haben Bockwurst gegessen, haben sich gewaschen und dann sind sie wieder gegangen. Haben bezahlt und sind sie wieder gegangen. Naja, und dann später hat man mir einen Vorwurf gemacht, dass ich da hätte aufpassen müssen, ne? Ich hätte das sehen müssen, ich hätte das wissen müssen, dass die, was weiß ich, über die grüne Grenze gehen wollten. Ein Fall, der aktenkundig wurde. In einem Brief an die Genossen freiwilliger Helfer wurden die Bewohner des Grenzdorfes ermahnt. Zweitens gab es am 27.10.86 um 17.30 Uhr eine Festnahme von zwei Bürgern der DDR, die eine Gaststätte aufgesucht haben und vom Äußeren schon hätten auffallen müssen. Schönberg, ein Dorf, in dem jeder jeden kennt und jeder auf jeden aufpasste. Die Gaststätten waren Mitglied im Grenzaktiv, ebenso die Betriebe und Geschäfte. Kaum jemand, der nicht mitmachte. Dafür wurde nach Feierabend sogar trainiert. Wir hatten doch Versammlung. Man wurde, glaube ich, einmal oder zweimal im Jahr zur Versammlung und dann wurde eben festgelegt, was war es festgelegt, also man wurde gesagt, man soll auf verdächtige Personen achten, die im Dorf wären, und wenn man irgendwas merken würde, dann sollte man anrufen und dann würden sie gleich kommen. Beide Bevölkerungskreise waren integriert in ein Grenzsicherheitssystem und waren über Jahrzehnte hinweg beeinflusst durch Angst, durch Terror und haben sich auch relativ bereitwillig gefügt, in diesem Grenzsicherungssystem mitzuarbeiten. Also es waren ganz gewöhnliche Leute, die durchaus ihre Aufgaben dort bei der Grenzsicherheit wahrgenommen haben. Die haben das richtig gesehen, wer irgendwo hin wollte oder wie sie sich benommen haben oder so, nicht? Ich kann Ihnen das jetzt gar nicht so genau sagen. Irgendjemand, der eben sich auffällig oder unauffällig benommen hat. Nicht selten gingen die Flüchtlinge nicht den Grenztruppen oder den Leuten von der Staatssicherheit ins Netz, sondern den Feierabendgrenzern aus der Nachbarschaft. Und die bekamen dafür eine Sonderprämie. Befehl Nummer 03-87. Nachstehende freiwillige Helfer der Grenztruppen des ersten Unterabschnittes sind entsprechend der Ordnung Nummer 018-9-001 des Ministers für nationale Verteidigung zu prämieren. Freiwilliger Helfer der Grenztruppen, Huster Andreas, Gruppe Schönberg, 100 Mark. Für den Forstarbeiter ein lukrativer Nebenverdienst. Als freiwilliger Grenzhelfer, das kann ich jeder offen und ehrlich sagen, wir haben jedes Jahr die Staatsgrenze freigemäht. Ne? Und sind jedes Monat einmal, mussten wir da zu einer Schulung gehen. Warum die Staatsgrenze freigemäht werden musste, damals, das hat zur Ordnung und Sicherheit gehört, dass man die Grenzschilder und die Grenzsteine auch vom Weiden einsehen kann. So ist uns das damals erzählt worden. Heute kümmert sich keiner mehr drum. Auch Steffen Biedermann aus Bad Elster hatte sich als freiwilliger Helfer gemeldet. So bereitete er damals seine Flucht in die Bundesrepublik vor. Heute lebt er wieder in seinem Heimatort, nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Ich meine, man hat ja natürlich auch viel mit Propaganda versucht, dass die Leute, die eben hier abhauen wollen, Kriminelle sind und so weiter und so fort. Und dass die irgendwelche Verbrechen begangen haben in der DDR und dass die eben aus diesem Grunde flüchten wollen. Ne? Und sicher hat es der eine oder andere geglaubt, ne? Dass das irgendwie welche, die ausgebrochen sind aus Gefängnissen oder was weiß ich, sich der Justiz der DDR wegen Straftaten entziehen wollen und jetzt versuchen wollen abzuhauen. Ne? Ja, das ist ausdrücklich.
ist, da ist eben da gelehrt worden, wenn wir Helferschulung hatten, dass das Kriminelle sind, die hier den Staat verlassen wollen. Sprich, Diebe, Mörder und so weiter. Und haben Sie nicht das Gefühl, irgendwie Einbrecher und Denunziant zu sein, weil Sie nicht wieso? Wieso soll ich da Denunziant sein, wenn ich jetzt einen Schwerverbrecher sozusagen anzeige, dass der hier verschwinden will? Aber Sie haben doch öfter mal Hinweise darauf gegeben, dass jemand hier festgenommen wurde, wegen illegalen Grenzübertritts. Was ich Hinweise? Woher wissen Sie das? Nee, das steht doch in Ihrer Anwerbungsverpflichtung, die Sie unterschrieben haben. Wo haben Sie denn die her? Durch seine persönlichen Hinweise konnten bereits mehrere Personen wegen Paragraph 213 festgenommen werden. Mhm. Wo haben Sie denn das her? Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Ich frage mich doch nur, warum Sie mehrmals Hinweise gegeben haben. Ein Oberstleutnant warb ihn damals an. Hiermit bitte ich um die Bestätigung des Bürgers Huster, Andreas, als freiwilliger Helfer der Grenztruppen. Durch seine persönlichen Hinweise konnten bereits mehrere Personen wegen Paragraph 213 Strafgesetzbuch festgenommen werden. Der Vorschlag wurde mit dem zuständigen Leiter der Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit abgesprochen. Ich war Grenzhelfer und habe meine Pflicht getan. Fertig, aus, Punkt, basta. Bitte, ausmachen. Am 15. September 1990 wurden die letzten freiwilligen Helfer offiziell entpflichtet. Knapp 3 Wochen vor der Wiedervereinigung. Weitere Fragen werden nicht beantwortet. Die haben wir gestellt und beantwortet. Fertig, Eis, Punkt, Pastor.